dich erhört. Da tut sich was. Bringst du mein Kissen mit? Sein Kissen? Okay. Wo ist denn sein Kissen? Welches Kissen überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Hm. Ist das nicht dein Kissen? Ja. Egal. Ich wollte das eigentlich auch heute. Jetzt. Dann ist das doch das aus dem Bett. Ja, ja. Das hat er heute Morgen mitgenommen. Ja, und ich blöde, sucht er das auch noch. Weil ich dann nämlich auch einen Kissenbezug drauf machen wollte. Oh, ja, glaub ich. Ja. So. Einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen hier bei Locus Live auf Twitch.tv. Ich bin der Loris und die Cassie kommt später. Vielleicht. Ja, vielleicht. Hallo Fabi, hallo Neymar. So, heute Abend gibt es wieder eine kleine Runde American Truck Simulator, bevor es dann gleich mit dem Witcher 3 losgeht. Letzter war so ab 21 Uhr. So, bevor ich gleich wieder mecke, habe ich jetzt hier eben schon mal meine Dampfe nachgefüllt. So. So. Getränk ist da, Dampfe ist da, Mikrofon ist auch da. Alles klar. So, gucken wir jetzt erstmal. Ich habe nämlich heute noch keine Tour. Noch keine Tour am Start. Die müssen wir uns jetzt erstmal holen. Also nehmen wir jetzt hier erstmal wieder so einen externen Auftrag. World of Trucks Auftrag. Ich stehe immer noch von der letzten Show hier in San Rafael. Also wir nehmen jetzt hier... Oder San Rafael oder whatever. Nehmen jetzt hier nichts Langes. LA. 441 Meilen nach Los Angeles. Was haltet ihr dafür? Nach Los Angeles mit Mörtel. Mörtel ist auch mal wieder eine schöne Sache. 441 Meilen. Ja. Ja, gerne, Fumpy. Einmal muss ich allerdings hier noch einmal. Ring-a-ding, ring-a-ding, ring-a-ding. Jetzt mal schon mal rein in die Kiste. Ich war hier, wie ihr seht, vorhin noch bei der Werkstatt. Und habe meinen Truck reparieren lassen. So. So, dann holen wir uns doch jetzt mal die Ware. Ich hoffe, heute klappt alles mit dem Bild und so, weil ich habe noch ein bisschen, gerade gab es ein paar kleinere Startschwierigkeiten, aber die haben wir ja recht schnell gefunden. Aber ich habe noch ein bisschen nach dem letzten Wochenende an den Feineinstellungen für den Grafik, für den Encoder geschraubt. Und hoffe, dass das Bild dadurch jetzt noch ein bisschen schärfer und von den Farben noch so ein bisschen saftiger wird. Jo. Sieht gut aus, sehe ich gerade. Höre ich gerade, lese ich gerade, meine ich. Sehr gut. Freue ich mich. So, dann hoffen wir auch, dass das Ganze auch flüssig bleibt, weil das nämlich jetzt auch ein bisschen mehr Leistung hier in Anspruch nimmt. Aber was? Wir sind in Kalifornien. Da war jahrelang Dürre. Und jetzt fahre ich gefühlt jedes zweite Mal durch den Regen.
Danke, Partner. Naja, selbst die Elemente begrüßen die neue Streaming-Woche hier bei Locust Live. Ich denke mal, den richtigen Unterschied werden wir auch gleich beim Witcher erst sehen. Myrtle, ich hoffe, das ist nicht Coastline Mining. Nein, das ist nicht. KI heute so freundlich, da ist irgendwas im Busch. Die wollen doch wieder irgendwas von mir. So, da ist der Trailer. Mal sehen, ob wir das Ding direkt dran kriegen beim ersten Versuch. Wünschenswert wäre es, ja. Donuts, yeah. Ah, was meint ihr? Nein. Dang, Dog. War der Arsch noch schräg? Was ist das? Langes Teil, nicht wahr? Jetzt fahren wir mal dran. Ups, das ja. Bleibt sogar stehen. So, gucken wir mal jetzt, bevor es losgeht, ob wir an der Route hier irgendwas optimieren können, was schöner machen können. Die Scenic Road kann mich auf jeden Fall diesmal. Wer den letzten Stream mitbekommen hat, der weiß, wovon ich rede. Ja, da lässt sich letzten Endes aber überhaupt nichts verschönern. Wir könnten hier dieses Stück Straße einmal mitnehmen und dann hier außen rum. Das sind mal 6-7 Meilen extra, aber dadurch hätte ich dann diese Straße hier jetzt auch mal entdeckt. Discovery.
Ansonsten kenne ich nämlich schon alles. Wie einfaches Ankoppeln, Fampi. Was meinst du, warum? Warte, hier, guck. Was meinst du, warum ich zweimal ansetzen musste, bevor die Kiste ankoppeln konnte? Hier, schau mal her. Gameplay, ne? Gameplay, Finzelat. Wo ist er denn hier? Wo ist er denn hier? Ja, Schwierigkeit. Parken zufällig. Wo ist er denn? Aufsatteln für Erfahrene. Da siehst du, Häkchen ist da. Ne? Also? Nicht labern, Fampi. So. Alles klar. Dann Mantau. Der Aufleger sprang da auch nicht beim ersten Mal. Warte mal. Ich muss mal eben den Chat noch ein bisschen größer stellen. So ist gut. So kann ich auch lesen. Der Aufleger sprang doch gar nicht jetzt. Ich war doch genau drin. Beim ersten Versuch hat sich der Arsch von dem Truck so ein bisschen weggedreht. Na, ich guck mir das nochmal in der Aufnahme später an. Macht euch weg, ich brauche ein bisschen Platz, Leute. Ihr könnt warten. Ah, das tun sie auch ganz brav so. Bin ich froh, wenn ich gleich wieder auf der Interstate bin. Das habe ich vermisst. Dann bringen wir mal Myrtle nach Los Angeles. Los Angeles. Stimmt doch mit der KI heute nicht. Danke, Partner. Letztes Mal waren die extrem assig. Heute lassen sie mich alle rein. Da stimmt was nicht. Die schleichen hier auf wie... Geht's auf die I-580. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche und dass auch alles in Ordnung ist bei euch.
Mittwoch. Halbe Woche geschafft. Köstlich. Boah, guckt euch mal diese Straßen an. Da geht's wohl nach oben. Wir fahren jetzt im unteren Sektor der Brücke. Wusch, so. Ist auch immer geil, wenn es so zwei Fahrbahnen gibt. Eine halt oben und dann hier für die Unterprivilegierten, die raus wollen aus der Metro-Region, die müssen dann halt unten lang fahren. Straßenbaukunst par excellence, meine Freunde. Ist das schön. Mein geliebtes Amerika. Ich rede natürlich immer von Land und Leuten und nicht von der Außenpolitik oder von dem Schwachmaten, der dann jeweils im Weißen Haus sitzt. Oh, Shitcrumb. Das war jetzt unbeabsichtigt. Aber egal. Fahr halt jetzt mal hier Schleife. Ach komm schon, ich blink doch hier nicht zum Spaß, du Affe. Links ist alles frei, wechsel mal die Spur. Ja moin. Gerade habe ich die KI noch gelobt. So viel dazu. Naja. Ja, zu vorlaut, zu schnell. Ich hätte dreimal auf Holz klopfen müssen, einmal. Sobald man aber aus dem Matsch ja mal raus ist, sollte das eigentlich kein Problem sein.
irgendwas wollte ich euch noch erzählen wieder. Achso, ich habe ja letzte Mal Werbung gemacht, so ein bisschen für den YouTube-Kanal Mirko auf Achse, Truck TV Amerika. So, und da hat er doch tatsächlich am Sonntag war das, glaube ich, noch, dann abends ein neues Video hochgeladen. Und zwar Goodbye. Einfach nur Goodbye. War auch nicht moderiert, war ein Zusammenschnitt so aus seinen schönsten Trucker-Erlebnissen und so weiter. Es ging knapp 8 Minuten und er war vorbei. Hat nichts gesagt. Denkst dir natürlich, scheiße, was soll denn das, ne? Hört er jetzt auf? Muss er halt doch wieder zurück nach Deutschland oder was ist da passiert? Man weiß ja alles nicht, vielleicht Unfall oder keine Ahnung. Ja, heute gab es dann zum Glück endlich das aufklärende Video. Er hat lediglich bei seiner Firma gekündigt, was, wenn man seine Videos verfolgt hat, auch klar war eigentlich, dass das passieren würde. Früher oder später, spätestens seitdem er unfreiwillig das Wochenende in Detroit verbringen musste, weil der Dispatch einfach nicht einmal telefonieren wollte. Naja, egal. Jedenfalls geht es natürlich bei ihm weiter. Und das macht mich sehr froh. Ist einer meiner Lieblings-YouTuber. Also schaut am besten auch bei YouTube einmal nach nach Mirko auf Achse Truck TV Amerika. Da lädt der Gute seine Fahrten mit seinem echten Truck durch Nordamerika hoch. Sehr informativ, erklärt sehr viel. Macht einfach Spaß dazu zu schauen. Da bin ich dann auch immer wieder neidisch. Will Erweiterungspakete, am besten die ganzen USA plus Kanada plus Mexiko. Ich will alles haben. Wobei, wenn sie alle US-Bundesstaaten hier machen wollen, jetzt lässt er mich nicht rüber. Wenn sie alle Bundesstaaten machen wollen, dann müssen sie natürlich auch Alaska machen. Entweder werden sie sich da auf eine ziemlich einfache Art und Weise rausfinden, indem sie dann einfach die Strecken mit Fähre, Zug, Flugzeug oder sonst irgendwas machen. Oder natürlich, sie machen es auf die elegante Tour und man kann dann auch noch durch Kanada fahren, zumindest durch Teile davon. Was ich persönlich ja richtig geil finden würde. Blame Canada, blame Canada. Kanada finde ich nämlich auch saugeil. Ist halt wie USA, nur mit Krankenversicherung. Alaska wäre richtig geil. Bis nach Alaska rauf könnte es. Auch mal so richtig schön mit Schneeketten fahren muss und sowas. Oder Tire Shoes, Car Shoes. Aber bis das soweit ist, naja, hoffentlich erlebe ich das noch. Alter, hier ist 55. Probleme mit der Streckenlänge? Wieso? Wie meinst du es, Fampi? Ist natürlich klar, wenn du World of Trucks spielst und dann von Fairbanks nach Los Angeles oder noch besser von Fairbanks nach New York, da musst du dir auf jeden Fall Tag Zeit nehmen, ne? Da musst du dir einen Tag Zeit nehmen. Die Strecken kannst du wirklich nicht. Oder musst du das richtig planen, ne? Weil gerade wenn du World of Trucks machst, die Aufträge müssen ja dann richtig, richtig Zeit müssen sie dir ja geben. Aber Alter, das wäre so geil. Allein schon Coast to Coast wäre schon geil.
Das ist ja deren Ziel langfristig, dass zumindest Coast to Coast, dass es geht. Aber Alaska muss dabei sein und Hawaii natürlich auch, ne? Ja, Hawaii geht dann natürlich mit Flugzeug und so. Gib Gas, Kollege, gib Gas. Das nächste Ticket kommt bestimmt. Hawaii ist dann wahrscheinlich wie Sizilien im ETS-2, also man zahlt auch mit Fähre rüber und fährst dann da ein bisschen rum und dann bist du wieder weg. Dann habe ich da mal einen Auftrag nach Sizilien. Dabei ist da richtig schön zu fahren. Aber auf Hawaii, das sind schon auch ein paar Meilen, die du da reißen kannst. Hula Hoop liefern. Ja. Ganz genau. Ja, Lebensmittel ist das, ist dann üblich. Autoteile, denke ich mal, sind üblich. Ersatzteile, Elektrogeräte. Hawaii produziert auch so gesehen nichts selber, beziehungsweise, weiß nicht. Ist das einheimische Industrie oder ist das alles eigentlich nur Tourismus und Dienstleistungsgewerbe? Ich weiß es gerade gar nicht. Habe mich mit Hawaii noch nie so wirklich beschäftigt, außer bei Hawaii 5.0 im Fernsehen. War schon ganz cool. Hoffe ich wirklich, dass die Shader mit der nächsten Version besser klarkommen. Aber ist ja angekündigt. Ist ja angekündigt von SCS. Seht ihr? Grünes Licht auf dem kleinen Sensor in der Mitte. Das heißt, die Waage, die mich hier angepiepst hat, ist nicht offen oder geradezu beschäftigt. So, dass ich nicht ranfahren muss. Hervorragend. Das meiste in Hawaii ist noch nicht mal erschlossen. Kann ich mir nicht vorstellen, Vampir. Amerikaner gucken sich doch immer alles an, wo sie landen. Vor allen Dingen, wenn es da Öl gibt. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, mit Hawaii habe ich mich noch nicht so wirklich beschäftigt.
Aber der Vollständigkeit halber müsste es ja dabei sein. Heute wieder warm. In der Mittagspause bin ich vorhin noch spazieren gegangen. Ich kam zurück, als wäre ich gerade frisch unter der Dusche gewesen. Und dann sitzt er da so im Büro, so bleh, fuck. Fuck off. Und dann gibt es natürlich auch noch die Kunden, die sich die ganze Zeit melden. Ne? Würde ich dich reinlassen. Tut mir leid. Was jetzt? Die berühmte Interstate 5 hier. Wenn du von ganz oben nach ganz unten durch Kalifornien willst, im Endeffekt brauchst du nur die ganze Zeit der 5 zu folgen. Bringt dich einfach überall hin. Spät wieder auf die Linien geachtet. Apropos die Linien, ich wollte ja noch mein Navi umstellen. Da werden wir gleich mal einen Angriff nehmen, sobald wir am Ziel sind. Damit das vielleicht für die nächste Tour hier, das Onboard-Navi, ein bisschen... Oh, Junge, ist doch alles frei. Muss doch nur in den Spiegel gucken und Gas geben, wenn du hier bist. Mehr hast du nicht zu tun. Alter, Bitch. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Krampe. Ich mach das immer nervös, wenn Brummis mich rechts überholen und der Typ auf der Mittelspur einschläft. Mein Gott. Wenn man so heftig die ganze Zeit am Ohrfeigenbaum wackelt, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn es mal klatscht. Da ist eine Slow Lane, eine Truck Lane, da muss ich jetzt drauf. So. Also nur. Ein Fünftel der Bevölkerung in Hawaii, die es zum Vergleich auf Sizilien gibt, wegen diesem Euro Truck und American Truck Vergleich. Ja, aber wie gesagt, Hawaii ist nun mal ein US-Bundesstaat und wenn die das vollständig machen wollen, müssen sie zumindest ein oder zwei Firmen da ansiedeln, zu denen du liefern kannst. Wenn die letzte Strecke dann auch mit einem Flugzeug ist oder so, Cargojet,
American Cargo Heavy irgendwas. Aber hoffentlich ist das dann auch richtig cool mit Flughafen, so, wo dann in den Flieger noch reinfahren muss und alles. Das gibt's ja. Das machen die Amerikaner ja, sowas Verrücktes. Transportieren ja dann ganze Trucks mit ihren Lieferungen dahin. Wobei es einfacher wäre natürlich, vor Ort ein paar Trucks und ein paar Trailer zu haben zum Umladen, Anladen und so weiter, aber so. Ich drängel mich jetzt einfach hier rein. So. Den Spaß mache ich euch nicht nochmal hier. Soll ich sonst machen? Abfahren? Wieder auffahren? Nee, danke. Wobei man das eigentlich müsste dann, ja. Ich weiß. Hier sagt er mir, darf ich auf die rechte Spur? Das mache ich jetzt aber noch nicht. Ich will nämlich nach L.A. und das geht die I5 Richtung Süden weiter. Hier müsste ich dann wieder links rüber. Was sagt das Navi hier an? Das siehst du gerade, dann willst du schon blinken, willst du links rüber, dann kommt schon die durchgezogene Linie hier. Das ist alles noch nicht so optimal. Also da hätte ich wirklich gerne ein sprechendes Navi, was mir sagt, so in 5 Meilen den linken Spuren folgen oder sowas. Das brauchen sie auch nicht lokalisieren oder so, das kann ja ruhig auf Englisch sein. Das wäre so ein Spielzeug, da hätte ich sehr viel Spaß mit. Los Angeles rechts, ich weiß, ich tue es schon wieder. Hui! Hat keiner gesehen. Da ist schon die berühmte Skyline zu sehen. Verratet mir mal eins. Warum fahren wir hier 25? Boah, ich will hier rüber. Der Schleichingstart. Vor allem die Autos dürfen hier sogar 65. Aber hier ist schon City Limit jetzt gleich. Ah, deswegen fahren wir so komisch heute. Ich habe doch vorhin die Route gewechselt, weil mir da noch eine Straße fehlt. Ah. Da möchte ich unbedingt auch mal hin nach Los Angeles. Zumindest da mal 3 Wochen Urlaub machen oder so.
Nein! Daran habe ich nicht gedacht, dass in L.A. hier bei Zeiten. Ja, ich blockiere die ganze Kreuzung. Ich bin hier wieder der Arsch der Stunde. Dass hier bei Zeiten die Freeways einfach unterbrochen werden. Ja, du Ego! Diese Stelle musste leider zensiert werden. Gehen wir erstmal auf die Spur hier ein Stück. Kommt zumindest die Rechtsabbieger schon mal raus. Ach. Fuck off. Ja, ja, ich weiß. Meine Hoffnung ist ja jetzt, dass ich da über den Parkplatz drehen kann. Ah, hier darf ich eigentlich noch nicht mal rüber. Kann ich auch gar nicht. Naja, was soll's. Diese Strecke bin ich übrigens in GTA auch schon öfter gefahren. Ah, da vorne kommt ein Rastplatz oder eine Tanke oder so, da kann ich drehen. Sehr gut. Mit dem Schild, oder? Na gut, ich tanke nur eben. Damn, Dog. Nee, das passt nicht. Da muss ich auf jeden Fall korrigieren, bevor ich noch weiterfahre. Guckt schon da. Quatsch. Wenn er jetzt frei wäre, könnte ich ja mal eben. Das war rechts der Bordstein, aber der interessiert mich jetzt nicht. Da ist nichts im Arsch. Also.
ich weiß es ja. Ich wette, irgendwo habe ich mir trotzdem schon eine Kerbe verdient. Los Angeles, meine Freunde, Los Angeles. Mein Arsch guckt so weit raus. Nächstes Mal nehmen wir wieder eine Scenic Route. Das war weniger aufregend. Mal eben gucken. Na, 0% Schaden noch. Niedriger Luftdruck. Neutral bringen ist natürlich, geht das, wenn du an der Ampel stehst, aber nicht
mitten auf der Straße. Rechts geht er auch schon hoch. Ah ja. So, das war dann auch die Tour American Truck Simulator für heute Abend. Ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal rüber zu meinem Jungen. Einmal gute Nacht sagen. Und dann geht es jetzt gleich auch schon weiter mit dem Witcher, beziehungsweise ich werde das jetzt hier mal eben schon mal starten. Dann habt ihr was zu gucken, bis ich jetzt gleich wieder da bin. So, kleiner Augenblick. Es geht sofort weiter, meine Freunde. Ach Mist, jetzt habe ich vergessen, Navi umzustellen. Auf jeden Fall morgen dran erinnern, Fampi. Ich will mein Navi umstellen. So, ganz kleiner Augenblick. Stream und Aufnahme wird kurz gestoppt. Und dann geht's sofort weiter mit der nächsten Aufnahme. Und dem nächsten Stream.